Zeitreisen. Theoretisch sind sie möglich. Man müsste zum Beispiel schneller als das Licht reisen oder eine ungeheure Menge Energie auf einen winzigen Punkt im Raum konzentrieren. Oder einfach ein Wurmloch finden, das in eine andere Zeit führt. Viele seriöse Wissenschaftler halten dies trotz sehr ambitionierter Science-Fiction-Stories und Filme für nahezu unmöglich, dass der Mensch dies jemals schaffen könnte. Eine große Enttäuschung für alle Dinosaurier-Fans, wie es Stephen Hawking mal trefflich ausdrückte. Doch über all das können die Abrafaxe, Abrax, Brabax und Kalifax nur müde lächeln, denn die drei Helden der Mosaik-Comics reisen seit 1976 unserer Zeitrechnung durch sämtliche Epochen der Menschheitsgeschichte. Egal ob das alte Ägypten, die griechische Antike oder mit dem Orient-Express quer durch halb Europa, die Abrafaxe sind schon überall und in jeder denkbaren Zeitepoche gewesen. Dabei treffen sie nicht nur auf historische Persönlichkeiten wie Kaiserin Sisi, Martin Luther oder Francis Drake, sie bestimmen auch maßgeblich historische Ereignisse mit. Was sie im Einzelnen bedeutet, in puncto Paradoxien und Manipulation der Zeitlinie, wollen wir uns in einem gesonderten Video über die Abrafaxe noch unterhalten. Heute möchte ich vielmehr auf Parallelen zu einem heute eher weniger bekannten Science-Fiction-Film eingehen, der an die Geschichte der Abrafaxe erinnert, nämlich Time Bandits. Ihr fragt euch jetzt, wie reisen die Abrafaxe durch die Zeit, um nochmal darauf zurückzukommen? Haben sie ein Raumschiff oder einen Timer wie in Sliders, der immer wieder nach einer bestimmten Zeit ein Wurmloch öffnet, wobei bei Sliders geht es ja um parallele Welten? Oder besitzen die drei einen Fluxkompensator? Alles Quatsch. Sie springen quasi spontan von einer in die andere Zeit, manchmal auch an einen anderen Ort. Auf einer Karte, die sie inzwischen verloren haben und die auch im Besitz ihres Erzrivalen Don Ferrando war, sind Zeitlöcher eingezeichnet, die sich scheinbar überall auf der Welt befinden. Sprich, kommen die Abrafaxe mit den Zeitlöchern irgendwie in Berührung, springen sie in eine andere Zeit. Zuvor konnten sie auch durch das Auflegen ihrer Hände oder durch die Macht eines Flaschengeistes durch die Zeit springen. Doch diese Zeitlöcher sind der aktuelle Stand der Dinge. Wie gesagt, was das mit der Story zu der Abrafaxe zu tun hat, kommt in einem gesonderten Video. Die Zeitsprünge selbst können die Abrafaxe nicht kontrollieren, sie springen einfach spontan. Diese Geschichte erinnert mich stark an den, wie bereits erwähnt, Film Time Bandits. In diesem Film trifft ein Junge auf 6 Zwerge, die eine Karte gestohlen haben, auf der Zeitlöcher eingezeichnet sind. Diese Zwerge nehmen den Jungen mit auf die Reise durch die Zeit. Sie nennen sich selbst Zeitbanditen, da sie in den unterschiedlichsten Epochen, unter anderem im Mittelalter oder an Bord der Titanic, wertvolle Gegenstände stehlen und mitnehmen. Bekannte Schauspieler wie unter anderem John Cleese, David Warner oder sogar Sean Connery spielen in diesem Film mit. Nun kommt meine Theorie zu den Abrafaxen und die Parallelen zu den Time Bandits. Das Universum scheint Löcher zu haben, die in unterschiedliche Zeitebenen führen. Es gibt eine Karte, mit der man diese Löcher finden kann und die Zeitbanditen zumindest nutzen diesen Umstand aus, um auf Beutezug zu gehen. Die Abrafaxe tun dies nicht. Sie sind quasi in jeder Epoche sofort integriert, in die sie landen und verhalten sich dann auch so, als wären sie wirklich aus dem Mittelalter der Antike oder Bürger des viktorianischen Zeitalters. Sogar Sprachbarrieren scheint es nicht zu geben. Sie benehmen sich selbst nicht mal wie typische Zeitreisende wie zum Beispiel Doc Brown oder Marty McFly, die versuchen einen Fehler in der Vergangenheit zu korrigieren oder Informationen aus der Zukunft für bestimmte Zwecke zu nutzen. Sie sind einfach da und erleben und leben und erleben die Geschichte quasi mit. Da die Abrafaxe, zuvor die Dicke Ducks, ebenfalls drei Zeitreisende aus dem Mosaik-Comic-Universum, volle 5 Jahre vor den Time Bandits, die 1981 in die Kinos kamen, da waren, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass sie die wahren Time Bandits sind, auch wenn sie keine Banditen sind. Wie auch immer, ich freue mich noch auf viele weitere spannende, lustige und inspirierende Geschichten mit den Abrafaxen, die mich auch immer wieder ein wenig an die Time Bandits erinnern. Wer weiß, vielleicht finden sie eines Tages die Karte und das Geheimnis ihrer Zeitreisen heraus.
Oder ist es die Karte der Time Bandits? Gibt's da einen Zusammenhang? Wir werden es sehen. In der Zukunft. Bis dahin, bleibt neugierig und tschüss.